Kraftverletzte auf palästinensischer Seite. Das sind die Zahlen. Wenn er das Recht hat zu sagen, das, was dort ist, war ein Holocaust, warum wirst du kritisiert, wenn du sagst, das ist ein Holocaust? Nein, Verstehst weißt du, du? was du Weil machst? die Opferzahlen dort sind weniger. Ja, dann werden sie sagen, dann werden sie natürlich sagen, ja, okay, aber die haben wahllos Frauen, Männer, Kinder umgebracht. Die israelische Armee versucht, die Leute ja zu schützen. Erstmal, Leute, unsere These ist folgende. Wenn man wirklich Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nimmt, dann gibt es nicht so viele zivile Opfer. Und hier gebe ich nochmal das Beispiel, was ich auch gestern gegeben habe. Hätte, und jeder, der ehrlich ist, soll sich diese Frage stellen, hätte Wladimir Putin Kiew eingekreist und hätte gesagt, diese Soldaten, die uns unterlegen sind, von den Ukrainern, weil die sind der russischen Armee ja unterlegen, die verstecken sich dort in zivilen Häusern, alle Zivilisten vom Norden in den Süden. Ja? Und dann fangen wir an zu bombardieren. Jeder hätte gesagt, Wladimir Putin ist ein Verbrecher. So. Natürlich. Und es ist ja nicht so, als wenn das keiner sagen würde. Nur in Deutschland, da wird ja der Mund komplett zugemacht. Ja? Wladimir Putin ist ein Verräter. Aber was Dings angeht, was Netanyahu angeht, ist alles kein Problem. Ist Ihr alles müsst kein Problem. Und das übrigens, Büro öffnen. hier, Ihr müsst genau, das Büro. der UN-Botschafter heißt Gilad Erden, ja, dieser Shahar Hasani, dann etwas anderes, was sehr interessant ist. Etwas anderes, was sehr interessant ist. Holocaust-Vergleich. Eine Lüge von Netanyahu vor über 8 Jahren. Da sagte Netanyahu Folgendes. Er sagte, Hitler didn't want to kill the Jews, but the Muslim convinced him to do. Hitler wollte die Juden nicht auslöschen. Ein Muslim hat ihn davon überzeugt. Die BBC News kann man eingeben, BBC News condemned Netanyahu Holocaust remarked, condemned. Gebt das ein, bei YouTube findet ihr das. Dann erklärt BBC News, was der Netanyahu dort für einen Schwachsinn erklärt hat. Indem er nämlich behauptet hat, dass die Muslime hinter dem Holocaust stecken würden. Die Frage, die sich ja stellen muss, ist, liebe Geschwister im Livestream und liebe Nichtmuslime, warum kommt Netanyahu mit so einer Lüge und sagt, die Muslime sind schuld am Holocaust? Warum? Hitler, Natürlich. nee. Hitler war ein Ich sag feiner dir warum. Kerl, der Ich wollte sag die dir nur warum. rauswerfen, der wollte die Ich nur sag dir vertreiben, so warum. wie wir ja die Palästinenser. Hä? Ich sag dir warum, dass er so viele Muslime umbringen kann, wie er will. Damit Narrenfreiheit. man da, weil wenn die an Holocaust wollen, wenn das solche Tiere sind, dann kann man ja voll draufschlagen. Ich sag euch nur eins, überlegt selber. Nicht, weil ich Palästinenser bin. Ich sehe diese Bilder, ich sehe diese schrecklichen Kinder. Denkt nur ein. Jeder, der Herz hat, ein bisschen Herz, ein bisschen. Er muss kein großes, ein bisschen Herz. Wallah, wallah, das ist das Schlimmste, das Schlimmste. Wenn Kinder nach ihren Eltern rufen, wenn Eltern nach ihren Kindern rufen und dann so eine Presse kommt, ich meine das ernst. Ich verstehe, wallah, wallah, ich kann es nicht mehr verstehen. Ich verstehe das nicht mehr. Wie kann man falsch und Lügen berichten wie der Axel Springer? Ihr müsst den Axel Springer, ich schwöre dir, nur so boykottieren. Jede Zeitung von denen boykottieren. Jede Zeit, man muss vor ihren Toren protestieren, dass sie mit ihren Lügen aufhören. Mit Echt, ihren Lügen aufhören. vielleicht sollte Diese man wirklich Menschen zu eine Kunst, vielleicht manipulieren. sollte Ich man bin wirklich kein eine, Manipulator. Ich bin auch kein vielleicht Hetzer. Wallah, wallah, das, und ganz ehrlich, wenn wir das nicht heute sind, sind das morgen andere. Dann sind das die Deutschen, die greifen jeden an. Was denen nicht in ihre Agenda passt, was denen nicht unter ihre Nase passt, wird vernichtet. Oder du arbeitest mit denen, dann bist du deren Gleichen. Dann pushen sie dich. wie gesagt, Ganz einfaches Spiel. Und lasst und euch hier. nicht den Mund verbieten. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Egal was ist. Lasst euch einfach nicht den Mund. Wenn ihr euch heute den Mund verbieten lässt, ganz ehrlich, dann habt ihr verloren. Dann seid ihr Sklaven von denen. Ja, und dass Deutschland so einen riesen Maulkorb hat. Wirklich Maulkorb. Dass sich keiner traut. Ich sag mal ganz ehrlich, was habt ihr mit dem Holocaust zu tun? Ja, wir verachten ihn. Ja, was passiert ist, absolut größter Haram. Aber ihr habt nichts damit zu tun.
Lasst euch nicht unter eure Nase. Ihr habt damit nichts zu tun. Okay? Das kann es nicht sein. Und wenn jeder sagt immer Holocaust, was machen die gerade da? Was machen die gerade da? Die Zionisten, was machen die? Sie vernichten, sie machen einen Genozid. Sie töten Kinder. Guckt euch die Bilder an. Das sind keine Fake-Bilder. Das sind keine Fake-Bilder. Das sind auch keine Puppen. Das sind wahre Menschen. Die sind eingekesselt. Größte Knast der Welt. Bombardiert werden sie. Bombardiert werden. Und sobald jemand was sagt, halt deine Schnauze, halt deine Fresse. Du darfst sowas nicht sagen. Morgen. Warum? Warum berichten sie mich von vor? Bei jeder Zeitung, wenn ich einen Titel sage. Warum wohl? Warum? Weil sie meinen Maul stopfen wollen. Okay? Staatsschutz. Was sagt der Staat? Ermittelt der Staat? Schreibt. Die Zeitungen schreiben meinen Anwalt an und ist eine Ermittlung. Wie gesagt, wenn eine Ermittlung ist, ich habe nichts falsch gesagt. Ich stehe hinter meinen Worten. Wenn ihr was zu sagen wollt, ihr wisst, wo ich wohne. Okay? Ich habe nichts zu verheimlichen, gar nichts. Ich stehe nicht hinter einer Sekte, ich unterstütze nicht irgendeinen Verein, gar nichts. Das ist meine Meinung. Punkt. Und dann fragen sie, was haben Sie mit Pierre Vogel zu tun? Ich habe mal eine Frage an dich, Pierre Vogel. Offentlich. Hast du was mit der ISIS zu tun, ja oder nein? Nee, bitte antworte kurz und bündig. Ja oder nein? Bruder, wird mir ja keiner glauben. Ich kann Beweise bringen. Ist mir egal. Nein. Versteht. Ja oder nein? Nein. Okay. Hast du jemals gehetzt, dass du irgendjemandem Volk oder irgendjemand angreifen sollst, ermorden sollst und erschlagen sollst? Wer nie. Wer es hat, soll es mir bringen. Deswegen sage ich, hört mal zu, der Axel Springer. Ja, ist genau dasselbe wie er. Immer über ihn Scheiße erzählen, dass die Leute sagen, oh, das ist der Salafist, oh, der macht dies, oh, der macht das. Guck mal, zeig nicht mit dem nackten Finger auf einen Mann. Hast du Verfahren gehabt? Wurdest du irgendwie verurteilt deswegen? Ich? Ja? Nee. Also, über was reden wir? Über Lügen. Immer wieder Lügen in die Presse. Der Pierre Vogel ist so, der Typ hat kein Verfahren, er wurde nicht verurteilt, er lebt hier in Deutschland. Denkt ihr nicht wirklich, wenn dieser Mann irgendwas macht, ob ISIS oder die ganzen Sekten oder Befürworter von irgendwelchen radikalen Muslimen sind, der würde in den Knast sitzen. Okay? Lasst euch nicht blenden. Warum hat man erfunden, Clan, Rocker, dass die Politiker ihre Scheiße und nicht nur ihre Scheiße verstecken und wie ein Pierre Vogel, Hassprediger. Was hat dieser Typ gesagt? Er liest aus Koran und dem Propheten alles aus der Sünde. Was sagt er? Sagt er, ich ist meine Meinung? Oder sagt er, der Schöpfer hat das gesagt? Es ist Religionsfreiheit. Er darf doch was reden. Wo? Was soll er sein? Soll er seine Religion verkaufen, wie manch Menschen, die ihre Religion verkauft haben, dass ihre Tür wieder aufgeht? Dieser Typ ist gottesfürchtig, okay? Und wenn jemand gottesfürchtig verkauft, dann ist er nicht besser, Mann, als du denkst, mir verzeihen, was du nicht kennst, Amin. Verstehst du, was ich meine? Allahumma Amin. Aber nicht Leute, ich weiß, ich habe dir gesagt, wann es angefangen ist. Schieß gegen mich, Julian Reichelt damals, der Bildchef, ja? Da kam Bushido zu einem John. Ein John, der wollte einfach nur eine Story erzählen. Julian Reichelt hat die Gunst der Stunde erwischt, hat Don Johnson für Arme geholt und wir schießen jetzt gegen Awad Abu Chaka. Seit 5 Jahren geht das. Eine Story nach der anderen, eine drinnen. Also er hat seinen ganzen Glauben verkauft, um mit ihm d'accord zu sein, dass er wieder in die Bahn geht. Alhamdulillah, sage ich bei Allah. Ich wünsche dir, weißt du was, nimm die Dunya. Mach was immer du willst auf dieser Erde. Ich habe kein Problem damit. Aber vergiss eine Sache nicht. Und weder, du kannst posten, was immer du willst, ob deine Kinder Koran lesen können. Das ist alles Show. Kama tudin tudan. Ganz einfach. Okay, das ist Show. Nein, nicht ich entscheide das. Das ist Erfahrung. Din, unsere Religion erklärt das. Um nur diesen Leuten zu zeigen dies, um diesen Leuten zu sagen, es ist mir scheißegal, ich habe mit dir abgeschlossen. Ich mache meine Verfahren. Weder will ich noch was von dir, noch irgendwas. Alhamdulillah. Auf wem hast du Allah und Nabi al-Wakil? Ich suche nur Schutz bei Allah. Hätte ich nicht Schutz bei Allah, ich hätte vielleicht schon Selbstmord gemacht oder ich wäre zum Mörder geworden. Alhamdulillah, mein Glaube hindert mich das. Mein Glaube sagt mir, mach dies nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Wallahi, ich meine das richtig ernst. Und deswegen, lasst euch eure Meinung, lasst euch keinen Maulkorb legen. Ich sag's euch nochmal, lasst euch keinen Maulkorb legen. Sagt, was ungerecht. Wenn ihr seht bei mir, ich bin ungerecht, spricht über mich. Redet über mir. Sagt, guck mal, der ist ungerecht, ich bin einverstanden. Bei jedem, lasst euch nicht ein Maulkorb legen, auch nicht vom Axel Springer. Meidet diese Menschen. Das sind Verbrecher. Ich sage die ganze Verbrecher. Und wenn der Staat einen Funken Ehre hat, würde diesen Schmutz verbieten.
Oh Mann, ey, was ich die, guck mal Leute, hier will ich euch einen Tipp geben. Ich habe vor Jahren mal ein Video gemacht, ja. Und das Video hieß Holocaust gegen Muslime. Fragezeichen. Fragezeichen. Das heißt nicht, es gibt einen Holocaust gegen Muslime, sondern die Frage, die dort gestellt wurde, ist, könnte es zu einem Völkermord gegen Muslime in Europa kommen? Okay? Danach wurde das so verdreht, als wenn ich sagen würde, in Deutschland gibt es einen Holocaust. Hallo, sind wir im KZ oder was? Sind wir getötet worden? Aber worüber ich gesprochen habe, ist, ich habe darüber gesprochen, wie gefährlich so eine Hetze sein kann. Wir haben es praktisch vor unserer Haustür in Bosnien gesehen, wozu es geführt hat. Die Bosnier und die Jugoslawen, die Bosnier und die Serben und die Kroaten, das war ein Volk gewesen. Eine Familie, hast du recht? Ja, und was ist Ja? passiert? Kurze Zeit Hetze, Völkermord. Vor der Haustür in Europa und die NATO-Soldaten aus Holland sind am Zugucken. Beispiel. So. Das heißt, kann es zu sowas kommen? Als ich das gemacht habe, danach, die waren so sauer gewesen. Aber ich empfehle euch, liebe Geschwister, euch diesen Vortrag mal anzuschauen, weil ich gehe dort die Propagandamethoden von Adolf Hitler aus Mein Kampf durch und ob man die anwenden kann auf die Social Media, weil es gibt einige Internetseiten, die sehr gegen den Islam am Hetzen sind. Und ihr könnt euch diesen Vortrag mal gerne bei YouTube, könnt ihr euch diesen Vortrag mal gerne angucken, inshallah. Das Das ist wäre. unfassbar. Ich schwöre dir, seit Jahren regieren die unfassbar. Und jeden, siehst du, sobald du redest, guck mal, ich wette mit dir, ja? Seit wir letzte Mal geredet, wo ist das Leid, habe ich die ganze Zeit gepostet. Auf einmal Postbild, ja, man muss auch nicht das Leid der Palästinenser übersehen. Und dann liest sie den Text, hätten sie lieber gekackt als geredet. Ich wollte Bruder, auch hier noch sag eine ich dir ganz Botschaft. ehrlich, die größte Enttäuschung, wirklich die größte Enttäuschung. Auf die wollte ich gerade kommen. Zentralrat der Juden. Wirklich, das ist die größte Enttäuschung, Zentralrat der Juden. Weder haben wir was gegen euch noch irgendwas. Ich hätte wirklich die Hoffnung, sogar eine große Hoffnung in euch gehabt, dass sagt, ey, lasst uns miteinander Frieden. Ich bin kein Hetzer. Im Gegenteil, ich bitte euch, jeden Juden, den ihr seht, respektiert ihn mehr als ihr selber. Nur, dass sie sehen, was unsere Religion wirklich ist. Anstand und Respekt. Ja. Okay? Guck mal, ich möchte eine Botschaft, ich möchte auch eine Botschaft an Zentralrat der Juden, möchte ich nochmal eine Botschaft schicken. Ja? So. Der Unverständlich. Zentralrat der Juden in Deutschland teilte den kurzen Clip am Montagnachmittag über den Online-Dienst X, former Twitter, und rief TikTok zum Handeln auf. Hey TikTok.de, wir müssen reden. Etliche Jugendliche werden tagtäglich auf eurer Plattform mit solchen Livestreams ideologisch vergiftet. Der Zentralrat markierte die Polizei Berlin den Beitrag. Die Behörde antwortete in den Kommentaren, dass man das Video zur Prüfung an den Staatsschutz weitergeleitet hat. So, ich möchte euch mal eine Sache sagen. Ihr solltet euch wirklich was schämen. Solltet ihr euch. Ja, ihr Ungelogen. solltet euch wirklich was schämen. Wir haben eure Hilfeschreie gesehen, wie ihr am Jammern und am Weinen seid, überall in den Medien. Ich habe hier Zeitungsberichte und haben gesehen, wie gesagt wird, die Juden fühlen sich nicht mehr sicher und die haben Angst, auf die Straße zu gehen. Und mit der Kippa können sie nicht auf die Straße gehen. Und eine Synagoge wird angegriffen. Dann Alles machen wir einen gelogen. Livestream, wo wir dazu aufrufen, keinem Juden ein Haar zu krümmen in Deutschland, wo wir am Differenzieren sind, ja, zwischen solchen Netanjahu oder dem normalen Juden, damit einige das verstehen, weil es gibt Jugendliche, die verstehen diesen Unterschied nicht. Ich habe auf meiner Seite extra gepostet, orthodoxe Juden, die mit palästinensischer Flagge rumlaufen. Warum? Damit die Jugend differenziert. Damit die Jugend 100%. differenziert und damit man nicht auf irgendwelche Leute auf der Straße losgeht. Wir haben gesagt, Sure 22, Vers 40. Vorgestern Livestream, das verboten ist, Synagogen anzugreifen. Dann habe ich wegen Terrorgefahr, habe ich hier Muwatta Imam Sunan Abi Dawud, Hadith Nummer 2662, 2663, die Hadithe zitiert, die es verbieten, Männer, Frauen, Greise etc. zu töten. Dann habe ich Muwatta Imam Malik zitiert. Ja, was macht ihr? Sehr, sehr, sehr. Was habt ihr gemacht? Aber wisst ihr was? Wir machen das nicht für euch. In erster Linie machen wir das,
um die Religion richtig darzustellen. Denn der Prophet a.s. sagte: "Udu ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'idati al-hasana wa jadilhum billati ahsan." Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf beste Art und Weise. Und Allah sagt im Koran: "Wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal-mizan liyaqum an-nasu bil qist." Wir haben schon vor dir die Gesandten geschickt mit den Verdeutlichungen und haben mit ihnen das Buch und die Waage abgesandt, damit die Menschen in Gerechtigkeit walten. Das ist der Sinn, warum die Propheten gesandt wurden. Das ist der Sinn, warum die Bücher gesandt wurden. Gerechtigkeit. Und wenn nicht gerecht ist, und ich sage immer, sei ehrlich und gerecht, Allah wird dich nicht im Stich lassen. Sei ehrlich und gerecht, Allah wird dich im Stich lassen. Weil Allah ist mit den Gerechten und nicht mit den Ungerechten. Erstens. Und zweitens. Zweitens, was ihr hier nicht versteht, ihr seid das Volk. Ihr seid das Volk. Ihr entscheidet. Ihr könnt auf die Straßen gehen und für Frieden sorgen. Ihr könnt auf den Staat Druck machen, dass sie sich einsetzen für Frieden. Das ist unsere Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Okay? Ihr denkt, ihr seid schwach? Nein, ihr seid stark. Ihr seid die Wähler. Niemand anders. Ihr seid die Wähler. Ihr entscheidet. Und ich will euch noch eine Sache dazu sagen. Ich will euch noch eine Sache sagen. Einzeln nicht. Weil dann kommt jemand wie der Axel Springer und jagt euch Angst. Angst und Schrecken. Wenn ihr das macht, kriegt ihr das und das. Immer nur mit Angst. Ja? Seit dem Zweiten Weltkrieg lebt Deutschland nur auf Angst. Ja. Und hier möchte ich euch noch etwas sagen. Hier möchte ich noch etwas sagen. Ihr zusammen seid stark. Genau das ist es. Ihr Deutschen müsst eine Hand sein. Und Punkt. Ja. Und subhanallah, hier möchte ich euch noch etwas mit auf den Weg geben. Guck mal. Durch eure Dua vielleicht, unterschätzt die Dua nicht. Ja? Durch eure Dua sind vielleicht Sachen bewegt worden, die ihr nicht seht. Zum Beispiel, dass in der UNO abgestimmt wurde für eine humanitäre Waffenruhe und so weiter. Schaut mal. Und dass immer mehr Leute wach werden. Okay? Und immer mehr Leute das richtig verstehen. Deswegen nochmal mein Aufruf. Ich habe auf der Seite von Michael Lüders viele Berichte. Ich habe extra nicht selber darüber gesprochen. Ich kann es auch nicht so gut wie er, muss ich sagen. Der ist ein Experte dafür. Extra von einem Nicht-Muslim, damit man nicht sagen kann, oh ja, du kannst ja viel erzählen. Nein, von einem objektiven Menschen, der Wissen über die Lage hat. Ja, das habe ich extra gemacht. Und der Prophet sagte, weil wir über Gerechtigkeit reden, ja, weil wir über Gerechtigkeit reden. Der Prophet sagte, zu Ali radiallahu anhu, sagte er, du hörst das Bittgebet dessen, dem Unrecht zugefügt wurde. Denn zwischen ihm und Allah ist keine Trennwand. Das heißt, denkt viel an die Dua in diese Nächte. Unterschätzt das nicht. Diese Leute, die zum Terror aufrufen, die sagen euch, ja, auch, wir müssen was tun. Wir können doch nicht so rumsitzen. Leute, wir sind hier dazu da, um aufzuklären. Wir können vieles erreichen, wenn wir zusammenhalten. Immer mehr Leute kriegen langsam, immer mehr Leute werden wach. Und es gibt nur einige Leute wie diese Hardcore-Islam-Hasser, die kannst du sowieso von gar nichts überzeugen. Die würden sogar noch sagen, ich bin Terrorist, wenn der IS mich abknallt. Sagen die doch, der war auch von IS. Deutsche Leute kannst du in die Pfeife rauchen. Ganz ehrlich, wir sind gegen Terror, gegen jegliche Gewalt. Punkt. Okay? Wir leben alle. Ganz ehrlich, ja. Warum lebe ich hier? Warum leben die meisten Ausländer hier? Wir sind doch geflüchtet vom Krieg. Oder? Ja. Geflüchtet. Wir kommen nicht hier, um Krieg zu machen. Aber ganz ehrlich, unser Mund, wenn wir uns nicht verbieten lassen, wenn wir Unrecht sehen. Der Prophet, was hat er gesagt? Wenn du Unrecht siehst, wenn du kannst, mach's gleich weg. Wenn nicht, mit Reden, wenn nicht, mit deinem Geld, egal wie, versuch das Unrecht gerade zu machen. Also machen wir unseren Mund auf und reden. Wir hetzen nicht. Ja? Und wie gesagt, die Gräueltaten der Nazis gegenüber den Juden, die sind unverzeihlich. Aber der Völkermord von den zionistischen Israelis gegenüber den Palästinensern ist genauso unverzeihlich. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ja, aber man muss halt darüber reden, was dort passiert. Guck mal, was ich auch krass finde, guck mal, ich gehe immer in Google News. Aber keiner darüber reden, weil der Axel Springer die Zeitschriften hier es verbieten. Sobald jemand seinen Mund aufmacht,
Ey, hast du nicht bei Corona gesehen? Jeder, der seinen Mund aufgemacht hat, haben sie ihn erklärt als Querdenker, als verrückt, als behindert. Sag mal, ich dachte, hier ist Meinungsfreiheit. Ja, ich verstehe diesen Film hier nicht. Also wollen sie uns das aufzwingen, was sie wollen, und dann Jahre später, oh, tut mir leid, war doch nicht. Dann geht's noch? Ja. Was wollen wir nach 10 Jahren machen? Tut uns leid, der Genozid der Palästinenser, wir wollen jetzt eine Schweigeminute machen. Das nützt den Toten nicht. Nix mehr. Das nützt den Leid der Palästinenser nicht. Oder egal welch Wohlleid, der Leid der Jemeniten, der Leid der Kurden, der Leid der Syrer, der Leid, ich kann alle aufzählen. Und immer steckt irgendwo die deutsche Politik dahinter. Sie sind doch der Waffenverkäufer in Massen. Und dann wundern sie sich, warum sie hierher flüchten. Die Geister, die ich rief, anstatt das zu klären und nicht Waffen runterzuschicken. Ja. Aber Geld schmeckt, das Waffengeschäft muss weitergehen. Das ist scheiß auf alles Leid. Wir machen es danach gut. Humanitäre Hilfe, schicken wir euch Geld. Weißt du was? Wir werden die Palästinenser den Wasserhahn zudrehen, dass sie kein Geld mehr haben. Ganz ehrlich, ihr seid der Grund, warum sie da unten sind. Ihr habt sie umgebracht, wir haben sie nicht umgebracht. Wir haben keinen Juden vergast. Keinen einzigen, das wart ihr. Guckt euch im Spiegel. Da habe ich etwas zu erwähnen. Letztens ein Rabbiner im Links, der hat darüber gesprochen, hat gesagt, in den und wo es Pogrome in Europa gab, ja, er hat darüber gesprochen, in den muslimischen Ländern haben wir uns immer wohlgefühlt. Immer, die hatten immer Schutz. Ja, und dann kommt Netanyahu und erzählt, oh, ein Muslim hat Adolf Hitler auf die Idee gebracht, im Jahr 1941. Ja, da hat er ja gelebt. Der Typ hat ja da gelebt, weißt du? Klar. Und hier, ich wollte mal kurz ein paar Sachen, guck mal, ich habe hier ein schönes Buch auf Arabisch, das heißt Akhlaqul Hurub heißt das. Ja. Das. Damit wir auch was von der Religion mitbekommen. Ja. Also Akhlaqul Hurub heißt, so sinngemäß, der Anstand des Kriegszustandes, also wenn du im Kriegszustand bist, wie du dich, die Gesetze des Krieges so ungefähr. Wie man sich zu verhalten hat im Krieg, genau. wie man sich charakterlich zu verhalten hat, ja. Und das ist sehr interessant, ja. Er erwähnt hier zum Beispiel, wie oft das Wort Krieg im Koran vorkommt und wie oft das Wort Frieden im Koran vorkommt, ja. 6-mal kommt das Wort Krieg vor und 140-mal kommt das Wort Frieden vor. Ja, das deutet ja auch etwas hin, ja. Weil das ja immer so dargestellt wird, die Muslime sind die Bösen, ja. Und ich erzähle dann hier so, ich lese einfach mal so ein bisschen vor, weil ich das auch vielleicht für die Zuschauer, die auch nicht Muslime sind, auch Muslime, dass man so ein bisschen hier Durchblick bekommt. Ja, hier zum Beispiel geht es um die, wie wir mit zu anderen Menschen stehen. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Hujurat, 9, Vers 2, Vers 13. Ja, ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Was heißt das? Das heißt, oh ihr Menschen, es ist alle Menschen, Juden, Christen, Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, Blau, weil er noch gesoffen hat, ja, alle werden angesprochen. Wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen. Das heißt, Allah erinnert uns, dass wir alle dieselbe Abstammung haben. Alle dieselbe Abstammung. Daran erinnert uns Allah. Dann sagt er, und haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Warum? Um uns zu bekämpfen? Li ta'arafu. Damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein Vers vom Koran. Dann hier ein anderer Vers über Krieg. Und wenn sie sich dem Frieden zuwenden, das ist eine Kriegssituation, wenn sie sich dem Frieden zuwenden, das Surah-Anfal, die 8. Sure, Vers 61, dann wendet euch auch dem Frieden zu. Ja, und das war bezüglich einer Kriegssituation mit den Quraysh gewesen, die die Muslime jahrelang gefoltert haben. Ja, dann weiter. Jetzt weiter hier. Ahabbu al-asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman wa asdaqwa Harith wa Hammam wa akbahwa Harbun wa Murra. Das heißt, die beliebtesten Namen bei Allah sind Abdurrahman und Abdullah. Und die wahrhaftigsten sind Harith und Hammam. Und die hässlichsten bei Allah sind Harb wa Murra. Das heißt, Harb ist ein hässlicher Name. Und dann wird berichtet, dass Ali radiallahu anhu zuerst
seinen Sohn Hassan Harb nennen wollte. Und da hat der Prophet gesagt, nein, nenn den nicht Harb, nenn den Hassan. Warum? Weil das ein schöner Name ist und Harb kein schöner Name ist. Dann sagte der Prophet, wünscht euch nicht das Treffen auf den Feind und bittet Allah um Afia, sozusagen Unversehrtheit. Ja? Da gibt es so viele. Dann, warum ist der Krieg überhaupt erlaubt worden? Hört mal zu, was Allah sagt, warum der Krieg erlaubt worden ist. Das ist in Surah Hajj 22, Vers 39 und 40. Udina lil ladina yuqatalun bi annahum zulimu wa inna Allah la nasrihim laqadir. Das heißt, erlaubt worden ist für die, die bekämpft wurden, zu kämpfen, weil ihnen Unrecht geschehen ist. Und Allah hat die Macht, ihnen zu helfen. Ja? Dann hier, Surah Al-Baqarah, Vers 109. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Bekämpft auf dem Weg Allahs die, die euch bekämpfen, aber übertretet nicht. Da sagt zum Beispiel, sagen verschiedene Tafsir, dass du sie nicht beginnst zu bekämpfen und dass du keine Kinder, Frauen etc. tötest. Deswegen, der Koran ist die beste Aufklärung. Alhamdulillah, das ist unser Buch. Das ist das, wozu wir stehen. Ich könnte noch viele andere Verse dazu bringen, aber das erstmal wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, damit wir, weil das Schönste ist, wenn wir Verse aus dem Koran zitieren, Alhamdulillah. 100%, weil das sind die Verse des Schöpfers, der alle erschaffen hat, egal welche Hautfarbe, Religion oder irgendwas. Aber eine andere Frage. Ich weiß zum Beispiel aus sicheren Quellen und selber Wissen, in Marokko leben sehr, sehr viele Juden. Ja. Greift die jemand an? Bringt sie jemand um? Beschießt sie jemand? Legt sie in einen größten Freiluftknast? Nein. Werden sie respektierter? Ja. Werden sie beschützt? Ja. Haben sie Probleme miteinander? Nein. Das ist auch so. Das ist auch so. Ich weiß es zu 100%. Also was soll das? Ja, immer diese Lügen. Wie gesagt, ihr seid die Macht. Ich sag's nochmal. Ehrlich gesagt, gegen Israelis was, gegen Juden was, gegen irgendjemand. Respektiert sie, behandelt sie gut. Ich verleugne nicht den Holocaust. Ich verurteile und verabscheue die zionistische Regierung. Nochmal, die zionistische, die einen Massenmord, einen Genozid gegenüber einem Volk macht. Und im größten Freiluftkino, Freiluftkino wollte ich sagen, weil ich kenne dieses Freiluftknast nicht, nur Freiluftkino. Freiluftknast, sie können sie, wann sie wollen, umbringen, wann sie wollen, verhungern lassen, wann sie wollen, verdursten, wann sie wollen, ohne Elektrizität. Sie können mit denen machen, was sie wollen. Wie eine Fernbedienung. Und ihr wollt mir jetzt wirklich alle sagen, das ist fair. Und dass der Axel Springer in ihren Regeln nichts darüber sagen sollen. Und wenn jemand einen Maulkorb hat, der darf nichts sagen über Gräueltaten gegenüber einem Volk, der ist noch ein größerer Heuchler. Ganz kurz. Hier schreibt jemand, in Marokko leben nur 2000. Kann ich mir nicht vorstellen, dass nur 2000 sind. Aber und wenn? Nehmen wir an, da leben nur 2000. Kein Problem. Nehmen wir mal an, da leben nur 2000. Was sagen denn die Islamasse immer? Oh, wenn die Muslime in der Mehrheit sind, da sind die Muslime eindeutig in Marokko in der Mehrheit, oder? Das in heißt, Marokko leben circa, hör gut zu, 1 Million Juden. Und ist kein Problem. Ich weiß es. Circa, ich sage circa. Von mir aus können 200 da leben. Wenn 200 da leben und die leben dort sicher, ist es auch ein Beweis gegen diesen Quatsch, den der Typ erzählt. Die sollen auch sicher leben. Nochmal, ich bin nicht sein Schöpfer. Der hat mir nichts getan. Ja. Verstehst du, was ich meine? Genau. Aber was ich noch kurz sagen wollte, ist, ne, was man auch trotzdem, was vielleicht manche falsch verstehen, auch Muslime und Nicht-Muslime, verstehen das falsch. Wenn wir sagen, oder wenn ich als Prediger das immer wieder betone, ja, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, das ist keine Kriegserklärung, sondern das ist ein Angebot. Ich bin überzeugt, und dass der Islam der Weg zum Paradies ist. Und wenn, stellt euch mal vor, guck mal, wenn ihr jemanden seht, ihr seht zum Beispiel jemanden, der ist auf der Straße am Gehen, eine blinde Frau zum Beispiel, und da ist ein riesengroßes Loch und die würde reinfallen. Was wäre, wenn du die Frau nicht packen würdest und da, oder zumindest rufst, hey, Vorsicht! Was wärst du dann? Dann wärst du ein Verbrecher.
Ich bin der 100%. Überzeugung, dass jemand, der vom Islam gehört hat und ihm verständlich beigebracht wurde und dann stirbt, ohne diese Religion angenommen zu werden. Ich rede nicht von Leuten, die irgendwo im Regenwald leben oder die vor 200, 300 Jahren hier in Deutschland gelebt haben, niemals. Ich rede von Leuten, die wirklich vom Islam korrekte Informationen bekommen haben. Dass der, wenn er stirbt, für alle Ewigkeit in die Hölle gehen würde. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich die Leute nicht warne? Allah sagt, wer eine andere Religion als den Islam begehrt, sie wird von ihm nie angenommen werden und wird ihm jenseits zum Verlierer werden. Schöne Grüße an Okta Urkal zurück. Inshallah. Alhamdulillah. Die sollen euch beleidigen, die zeigen nur ihr Niveau. Die zeigen nur ihr Niveau. Ja. Die interessiert nicht. Deswegen, Bruder, wie gesagt, ist mir auch egal, was morgen hier, zum Beispiel hier im Tagesspiegel, ich schwöre, die springen, guck mal, es geht denen nur um Klicks, es geht denen nur um Scheiße. Hier, guck dir mal das an. Warte, ich dachte, präsentiert doch lieber Don Johnson für Arme und Bushido. Lasst uns doch in Ruhe. Hier. ARD Tagesschau. Oh. Wow, ganz krass. Oh, warte, warte. Oh, zeig mir das Bild nochmal. Zeig nochmal das Bild. Zeig nochmal. Zeig nochmal. Oh. Wer ist da? Bin ich da? Ach, ich dachte, ich bin. Das bin ich. Ach ja, sind wir ja hier. Warte. Warte, ich muss gucken, dass die Mütze richtig sitzt. Okay. Alles klar. Jacke? Okay, gut. Sitzt alles. Sag mir doch vor Bescheid, Mann. Ja. Ey, wenn ihr. Wieder Hetze, 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 Hetze. Mehr ist das nicht. Nur Hetze. Nur Hetze. Hasbunallah. Aber wisst ihr was, liebe Geschwister? Immer wenn blöder Kram gelabert wird, kommen danach wieder Leute zum Islam, Alhamdulillah. Immer. Ich habe eine andere Und Frage. anderen werden die Augen geöffnet, Ich habe Alhamdulillah. eine andere Frage an dich. In Palästina gibt es ja auch sehr, sehr viele christliche Palästinenser. Hast du da einen Konflikt mal zwischen denen gehört? Ich habe letztens habe ich einen Beitrag gesehen. Da war ein palästinensischer, also arabischer Christ mit so einem Kreuz. Und er stand inmitten von den ganzen Muslimen dort, ja, und war ganz normal mit denen am Kommunizieren und war voll gegen das zionistische Regime am Reden. Christ ist so eigentlich der Glaubensbruder der Leute hier in Deutschland. Für Antisemit oder nicht? Ja, das ist es. Mann, die wollen, Kirche, die haben die genau. Menschen so eine Angst. Kirche wurde bombardiert. Ja, ich weiß, die älteste Ich bin Kirche. in Schala, ich bin in Schala bald, ich bin in Schala bald in Berlin, in Schala, hoffe ich. In Verstehst Berlin. du? Ganz ehrlich, wir wollen auch keine. Ich verstehe das nicht. Seid einfach nur gerecht, nicht mehr und nicht weniger. Seid nicht auf. Mann, wenn die Palästinenser schuld sind, sagt, die sind schuld. Kein Problem. Aber seid einfach nur fair. Seid fair. Ihr sagt gerade jemand noch mal etwas Gutes, was wir letztes Mal schon gesagt haben, wegen Antisemitismus. Was sind Araber? Semiten. Semiten. Das heißt, ein Araber ist ein Antisemit, ist er gegen sich selber. Ja. Also auch wieder, das ist auch so wieder so ein Schwachsinn, der gelabert wird. Ich bitte euch, postet überall, überall, wo ihr könnt, boykottiert den Axel Springer, egal wer hier ist. Es ist ein Appell und ein Aufruf. Boykottiert die und ruft zum Frieden. Weil der Axel Springer hat mit Frieden nichts zu tun. Nix, absolut, wallahi. Nix, nix, absolut gar nichts. Der größte Kriegshetzer. Und weißt du was? Er zwingt sogar die deutsche Politik zur Kriegsführung. Das ist Wahnsinn. Wie in Ukraine und jetzt in Israel. Das ist genau dasselbe. Sie zwingen die Politiker. Sie könnt ihr nicht. Ihr müsst das machen. Ihr müsst das machen. Bitte boykottiert den Ich Axel finde Springer. es auch so Irgendwann muss krass, doch irgendwann. wie die Deutschen sich enthalten Oder es haben. muss doch irgendwann. Es reicht doch diese Gehirnwäsche, diese Hetze gegenüber anderen. Es reicht doch. Man steht doch mal langsam auf. Wirklich jetzt. Also,
Und jeder, der da arbeitet, müsste boykottieren. Und jeder, der beim Axel Springer arbeitet, er soll sich verschämen. Verschämen! Ihr seid die schlimmsten Verbrecher, die ich kenne. Offiziell. Nicht wir sind die Verbrecher, ihr seid die Verbrecher. Subhanallah. Wallah, boykottiert ich den Springer. Guck mal, ich will dir noch ein Bild. Boykott Springer, Boykott Axel Springer. Und listet auf, was alles zum Axel Springer gehört. Ja. Ja. Guck mal, ich sag dir mal eine andere Sache auch, was die Medien angeht oder auch so ein Tobias Huch zum Beispiel angeht. Ne? Boah, alter Schwede, der Typ. Guck mal, du musst dir vorstellen, ich nehme jetzt mal den Tobias Huch, ja? Guck mal. Vor einigen Jahren, als der IS zum Mord gegen mich aufgerufen hat, ne? Nee, stimmt doch nicht. Er weiß es ganz genau. Er weiß es ganz genau. Guck mal. Da hat er mitbekommen, wie IS-Leute Admins von meiner Seite bedroht haben und die Adresse weitergegeben haben. Und die wussten von einem, wo der wohnt. Okay? Jetzt musst du dir vorstellen, er kennt die Situation genau. Der weiß ganz genau, dass ich ein Feind von denen bin. Okay? Von diesen Leuten. Dass die mich auf den Mord, Todesliste, dass ich 20 Vorträge gegen die gemacht habe. Imam Qurtubi widerlegt den IS, Imam Schäfer widerlegt den IS, Imam Barawi widerlegt den IS, Imam Nawawi widerlegt den IS, zum Beispiel. Jihad-Verständnis vom IS. Auf jeden Fall, er weiß das ganz genau. Guck mal. Und er hetzt sein Klientel weiter auf mich drauf. Guck mal. Und die Medien machen genau dasselbe. Guck mal, wie fahrlässig die sind. Guck mal, wie das fahrlässig. Oder das ist nicht fahrlässig. Ja. Nee, das ich weiß Vorsatz. Nicht. Weil Allah, das ist Vorsatz. Weißt du, warum Vorsatz? Ich sag dir warum. Weil mit dir und mit mir und mit anderen Konsorten, ja, regeneriert man Reichweite und Klicks. Das ist nicht fahrlässig. Und dann, wenn du dich verteidigen willst, halt dich fest. Gehst vom Gericht und sag, ey, der hat das und das behauptet, ich bin das gar nicht. Hör zu, ich kann die Urteile. Meinungsfreiheit. Ach so. Soll ich mich noch bücken, dass er mich noch vögeln kann? Ist Meinungsfreiheit. Und wenn ich was sage, Abmahnung. Sag mal, wo ist hier die Gerechtigkeit? Guck mal, ich sag dir mal eins. Was ich mit fahrlässig meine, ist, guck mal. Er ist die ganze Zeit die Leute am Aufhetzen. Hier, dieser Typ. Er hat die Leute darunter geschickt, dass die eure Schwester vergewaltigen, dass die eure Kinder töten. Guck mal. Ja. Was meinst du, wenn zu mir jetzt einer, den er aufgehetzt hat, kommt und will mich platt machen, was passiert? Ich weiß, oder? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Guck mal. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der ist sehr schnell und landet im Knast. Zweite Möglichkeit ist, er ist nicht sehr schnell. Und du wirst ihn. Bruder, wenn bei mir einer auftaucht. 100%. Und versucht, okay, mir was anzutun. Bei mir ist direkt, wenn mir einer versucht, dann ans Leben zu gehen, es geht direkt um Leben und Tod. Aber Bruder, das ist dem Typen gar nicht bewusst. Hör mal, Mütter weinen werden, die dann. Inshallah. Ich will dir was sagen, Pierre. Denkst du, Allah mich beschützt, dass gar keiner kommt. Verstehst du, was ich meine? Nur Allah ist der Schützer. Was meinst du? Es zählt dich nichts, was Allah dir nicht aufgeschrieben hat. Natürlich. Aber das ist das, was ich meine. Was meinst du, wenn eine falsche Bewegung kommt, geht direkt die Post ab? Was denkst du bitte, was der Axel Springer macht? Denkst du, es ist keine Hetze? Sie hoffen doch nur, dass irgendjemand durchdreht, vor meiner Haustür steht, wie du gesagt hast. Auto, bumm. Ups. Aber wer ist der Auslöser gewesen und der Hetze? Natürlich. Stell mal vor, irgend so ein verrückter Vater. Bruder, ganz kurz. Ja. Wer sind denn hier? Wer macht Hetze? Sie sagen, wir hetzen die Jugend, sie hetzen andere Leute ein, die Kopf so, Gehirn so klein sind und morgen bist du tot. Ja. Und wer ist schuld? Nicht der Typ.
Sondern Axel Springer. Ja, Ich und weiß. so, das ist es, das ist es. Hier hat eben jemand gefragt, hier hat eben jemand gefragt, das ist keine Hetze, ich rede über Notwehr. Ich rede 100%. über Verhältnismäßigkeit. Wenn mich jemand im Internet mit Mord bedroht, meinst du, wenn der vor mir steht, warte ich, wenn er die Hand in die Tasche tut, bis der die wieder rausholt? Ehe der die rausgeholt hat, fehlen ihm schon die Vorderzähne. Tschala. Guck mal, hier hat eine Frau geschrieben, warum tragt ihr euren Was? Krieg hier aus? Dann haben wir doch. Erstmal, die Leute, die auf die Straße gehen, für die Frau, die das gefragt hat, warum tragt ihr euren Krieg hier aus? Ich weiß, ob sie jetzt hier in, ob sie jetzt TikTok meint oder die Straße. Erstmal, die Leute, die auf der Straße sind, nutzen dort ihr Recht zur Meinungsfreiheit. Was ich bemerkenswert finde, und da sollten Sie vielleicht mal drüber nachdenken, schauen Sie sich mal die Berichte an. Und Sie müssen immer zwischen Wirkung und Fakten unterscheiden. Brutal. Die Menschen fürchten sich. Zum Beispiel, letztens habe ich ein Video gesehen, da ist eine Frau draußen auf der Straße und die ist mit palästinensischen Jugendlichen am Streiten. Deutsche Frau, ja, ist zu laut hier und so weiter und so fort. Habe ich Hör mal, gesehen. wenn diese Leute, wenn diese Jungs doch so brutal und so gefährlich sind, warum redet die dann mit denen ganz normal? Was heißt ganz normal? Laut. Warum kann die mit denen so schimpfen, wenn das so brutale Typen sind? Weil rein körperlich können die die ja in den Boden stampfen. Ist eine kleine Frau, sage ich mal. Das sind mehrere junge Männer. Ja? So. Das heißt aber die Wirkung. So. Und es ist einfach so. Ja, wenn man sieht, dass heutzutage schon, wenn einer mit einer Palästinenserflagge kommt, dann als Terror Sympathisant dargestellt wird. Das ist der blinke Wahn. Guck mal, wisst ihr, was ich vor Jahren gehört habe? Öfter mal. El Maut, El Maut, El Maut li Israel. Guck mal jetzt, das wurde öfter gerufen. Ich habe das noch kein einziges Mal in den Medien gehört. Was machen die? Da darfst du nicht mal Free Gaza sagen. Bei manchen Kundgebungen. Heute haben Brüder im Ruhrgebiet eine Demo gemacht. Da hat die Polizei denen verboten, über tote Kinder zu reden. Ja, wofür gibt es denn da überhaupt eine Kundgebung oder eine Meinungsfreiheit? Ungelogen. Auf der Bühne fingen die an, das wurde mir eben angezeigt. Und dann sagte der auf der Bühne war, der hat das gut gemacht, ja, man hat mir gerade verboten, über tote Kinder zu reden. Soll ich über tote Entchen reden oder was? Ich weiß nicht mehr, ob er Kennst du? Entchen gesagt hat oder was. Hä? Aber Hamza, durch Ja. die Hetze, der kleine Junge in Amerika, von einem Amerikaner wurde getötet. Natürlich, natürlich. Guck mal. Was hat der kleine Junge damit zu tun? Guck mal, man muss ja eine Sache sagen. Man muss ja eine Sache sagen. Die Hetze hat ja nicht jetzt angefangen. Die hat ja schon vor Jahren angefangen. Ja, Ein ich habe hier ein Prozess. Buch. Ich habe hier ein Buch, das heißt Feindbild Islam. Das ist von Jochen Hippler und Andrea Lück. Ja. Und das Buch ist 2002 geschrieben worden. Ja. So. Und hier geht es schon um das hier. Feindbild Islam. Und da redet er darüber, wann das angefangen hat. Und er sagt, dass als der eiserne Vorhang gefallen ist, als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist mit ihren Verbündeten, brauchte der Westen ein neues Feindbild, um Waffen um zu legitimieren, kostenspielige oder teure Waffen herzustellen. Ja, das ist etwas, was er hier in diesem Buch. Wie gesagt, sind nicht meine Worte. Das sind die Worte, und ich kann mich noch daran erinnern, damals in den 90er Jahren, viele sind hier vielleicht viel jünger als wir, du kannst dich vielleicht auch daran erinnern, als dieser erste Irakkrieg gekommen ist mit Saddam Hussein. Damals habe ich in einer Zeitung kam die gefährlichsten Machthaber der Welt. Da, wer war da drin? Nur arabische Machthaber. Wenn du aber guckst, das ist seit 1990, ja. Wer hat den Irak denn angegriffen? Was haben die Amerikaner gesagt? Die Amerikaner, guck mal, wie soll ich jetzt Amerikanern und Israelis vertrauen? Beziehungsweise sagen wir dem zionistischen Regime vertrauen, wenn wir wissen, dass nur vor wenigen Jahren die Amerikaner den Irak angegriffen haben mit einer Lüge, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Redet doch keiner mit drüber. Nee, wie soll ich das? Der Michael Lüders, der hat mich wieder daran erinnert, weil er hat darüber gesprochen. Ja. So, und das ist genau das, das ist genau das Problem, was wir haben.
Ich sag euch, lasst euch nicht verarschen. Das ist nur eine Verarsche. Wie gesagt, ihr seid das Volk, ihr seid die Macht, niemand anders. Niemand anders. Keine Clanfamilie, keine Rocker, keine Politiker, ihr seid das. Lasst euch nicht den Mund verbieten. Meinungsfreiheit, ja, ist ihre Meinungsfreiheit, wenn sie es für richtig halten. Okay? Klar, klar, wie du gesagt hast. Die haben doch nur das Land ausgeplündert, ausgeraubt und haben sich verpisst. Wie sie es mit Afghanistan gemacht hat, wie sie es mit allen Ländern machen. Oder hast du mal gesehen, also soweit ich denken kann und ein paar hundert Jahre weiter, habe ich nicht gesehen, dass irgendein islamisches oder arabisches Land Amerika angegriffen hat. Oder was für Amerika will. Ja, da werden die natürlich sagen, ja okay, da werden die natürlich gegenhalten, werden sagen, ja, Amerika ist ja auch zu mächtig. Oder die werden beispielsweise sagen, ja, was ist mit dem 11. September? Ne? Aber 11. September war eine Gruppe oder gewesen. Was mit Libyen? Gaddafi's Sohn hat gesagt, ey Frankreich, zahl doch erstmal deine Schulden, bevor du deinen Mund aufmachst. Libyen bombardiert hat, war Frankreich. Frankreich besitzt die viertgrößte Goldquelle, also Depot, Golddepot, die viertgrößte dieser Welt. Hat Frankreich eine Goldquelle irgendwo in Frankreich? So ein Bergabbau? Nix. Sie rauben alle Länder aus. Alle. Ja, hier wollte ich auch mal kurz etwas sagen, weil die sind vielleicht auch nicht Muslime. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Guck, ich habe nichts gegen Nicht-Muslime. Null. Leute fragen immer, ja, warum läuft das alles so schlecht in den islamischen Ländern? erstmal, es ist, wir wollen uns immer erstmal selber an der eigenen Nase packen. Okay? Es gibt überall Probleme, die wir selbst verschuldet haben. Aber man muss den Hintergrund sehen. Guck mal, der Zweite Weltkrieg ist entstanden und das ist keine Rechtfertigung, sondern eine Erklärung. Ja, Rahmukallah. Ist entstanden durch die Ungerechtigkeiten des Versailler Vertrages. Dadurch konnte das Nazi-Regime an die Macht kommen. Guck mal. Egal, wenn ihr die Weltkarte seht, die ganzen arabischen, islamischen Länder sind so gut wie alle kolonialisiert worden. Vor allen Dingen von Briten und von Franzosen. Deswegen seht ihr, dass die Grenzen oft ganz gerade sind. Okay? Mehr oder weniger haben die Briten direkt oder indirekt den Juden aus Europa oder sagen wir den Zionisten Israel gegeben. Da gibt es auch Ureinwohner, die mit den Arabern zusammengelebt haben. Okay? Mehr oder weniger, direkt oder indirekt. Ein Land, was kolonialisiert wurde, das, was wir jetzt haben, sind die Nachwehen davon, von dieser Ausplünderung. Es sind Millionen von Menschen in Marokko, Algerien und so weiter auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet worden. Und teilweise oder insgesamt sind Führer eingesetzt worden, die dem Westen angenehm sind. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und mittlerweile, würde ich sagen, geht es vorwärts. Aber dann wird wieder etwas zerschlagen. Libyen war reich gewesen, wurde kaputt gemacht. Irak war reich gewesen, wurde kaputt gemacht. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, muss ich sagen, ich weiß es nicht, vielleicht irrt mich. Mein Gefühl ist, als wenn das nächste Ziel der Iran ist. Ja, man versucht das alles immer weiter mit zu verbinden und zu verbinden. Und ich habe das Gefühl, diese ganze Propaganda, als wenn die darauf abzielt, als wenn man in den Iran auch reinfliegen will, weil die haben auch viel Öl. Aber das wäre natürlich sehr gefährlich, weil Iran ist verbunden mit Russland und mit China. Wenn das so wäre, dann hätte man wahrscheinlich einen Weltkrieg. Inshallah, ich sage Inshallah, Asallallah, ich frage Allah Azza wa Jalla, haben, dass Inshallah Else überall und kein Krieg. Guck mal, Else Braun, guck mal, was passiert in Libyen mit Afrikanern? Guck mal, Else, ich weiß nicht genau, was dort passiert. Du stellst eine Frage, ich kenne nicht jede Ecke der Welt. Aber so wie du fragst, mit so vielen Fragezeichen, gehe ich davon aus, dass Afrikanerinnen in Libyen schlecht geht. Ich bin nicht der Präsident von Libyen.
Ich bin nicht dafür verantwortlich. Okay? In Libyen, in jedem Land gibt es gute und schlechte Menschen. 100%. Ich rede nur über das Chaos, was in den islamischen Ländern veranstaltet worden ist, durch die Kolonialisierung. Und das ist etwas, was man nicht, das ist etwas, was man nicht verleugnen kann. Wenn es in Libyen den Afrikanern schlecht geht oder ihnen Böses angetan werden sollte, was ich nicht weiß, ich kenne mich damit nicht aus, aber da gehe ich von deiner Fragestellung von aus, dann ist das zu verurteilen. Islamisch gesehen zu verurteilen. Und merke dir bitte, Else Braun und alle, die im Livestream sind, merkt euch eine Regel, die ich immer wieder wiederhole. Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Man kann das Auto nicht am Fahrer messen. Wir haben vielleicht ein ganz tolles Auto. Wir haben vielleicht ein ganz tolles Auto, aber wir setzen einen Besoffenen rein, er fährt das Auto gegen die Wand. Du sagst gerade, warum posten wir darüber nicht? Ich habe dir die Frage schon beantwortet. Ich kenne die Lage dort nicht. Und die andere Sache ist, es gibt auf der Welt so viele Konflikte, es gibt auf der Welt so viele Konflikte und alles ist traurig. Und ich sage, Allah sagt im Koran, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die auf der Welt aufgekommen ist. Ihr gebietet das Gute, verbietet das Verwerfliche und ihr glaubt an Allah. Das heißt, wir müssen das eigentlich auch machen, aber ich bin ein kleiner Prediger. Ja? Uns sind die Hände gebunden, wir können nicht über alles reden. Und ich gebe zu, du wirst vielleicht sagen, ja, aber über Palästina berichtet ihr besonders viel. Erstmal, weil ich die Geschichte kenne. Und natürlich hängt uns Palästina nochmal besonders am Herzen, weil dort die drittheiligste Stätte der Muslime ist, mit Al-Quds. Das ist einer, das sind zwei von den Gründen, warum uns das besonders am Herzen liegt. Aber wenn ich etwas daran ändern könnte, wenn ich daran etwas ändern könnte, ja, dann würde ich etwas daran ändern. Du sagst, weil sie Afrikaner sind. Kein Muslim kann etwas gegen einen Afrikaner haben. Bilal ibn Rabah war der erste Muezzin des Islam gewesen. Allah, und das habe ich eben schon erwähnt, in Sure 9, Vers 12 sagt, O ihr Menschen, wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht. Und wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen. Und zu Stämmen und Völkern gemacht, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Als ich in Mekka studiert habe, in der Universität, war ich in meiner Klasse gewesen, mit Studenten aus Mali, aus Burkina Faso. Da waren Studenten in meinem Studentenwohnheim aus Weltweit. Der Elfenbeinküste, Sahel al-Arj. Bei mir in der Klasse war jemand aus, wie heißt es, aus Senegal, ja, aus Gambia, aus all diesen Ländern. Und wir waren alle Brüder und keiner hatte was gegen einen anderen. Wegen seiner Hautfarbe oder weil er aus Afrika kommt. Ja, also wie gesagt, das ist eine Sache, da hat der Islam nichts mit zu tun, aber es gibt Muslime, die den Islam nicht richtig praktizieren. Und dazu gehören sehr häufig auch gerade die Führer in den Ländern. Ja. Meinung zu Assad, Assad ist ein Käfer. Punkt. Bashar al-Assad. Ey, ganz ehrlich, der hat sein Volk vernichtet, der hat sein Volk umgebracht. Also, bei allem Respekt, wer tötet sein Volk? Ja, Alhamdulillah. Aber ganz ehrlich, ja, lass uns beim Thema bleiben. Wie gesagt, es ist auch spät in der Nacht. Wie gesagt, wir rechtfertigen uns nicht, wir boykottieren Fake News. Wir sind nicht gegen eine Rasse, gegen eine Religion. Ja, ich bin genauso ein Mensch wie der Afrikaner, der Kurde, der Jude, der Jeside, der Christ, der Buddhist, der Hinduist, genau derselbe Mensch. Ich bin genau aus den zwei selben Stellen erschaffen worden wie er. Okay? Irgendwann kehre ich zu Allah Azza wa Jalla zurück und er entscheidet, hatte ich recht oder hatte ich nicht recht. Ich bin überzeugt, ich bin ein überzeugter Muslim, Alhamdulillah. Und ich bin der Meinung, ich habe recht, ich vermittle nur meine Religion, nimmt sie an, ist gut, wenn nicht, respektiere ich euch genau wie davor. Aber wenn jemand Menschen umbringt, Kinder vernichtet, ja, werde ich meinen Mund nicht zumachen. Und ich werde es auch nicht dulden und ich werde jeden Tag hier sagen, boykottiert den Axel Springer, boykottiert den Axel Springer, boykottiert den Axel Springer.
Mehr kann ich Und nicht vor dafür allen tun. Dingen, was sehr, sehr wichtig ist auch, ne? Was mich immer wundert, Arafat, das musst du mir auch mal erklären, ne? Jetzt von euch. Und ich stelle euch die Frage, die ihr im Internet seid. Traut ihr den deutschen Medien? Wer traut den deutschen Medien? Ja, wirklich. Würde mich mal auffallen. Traut ihr dir? Mach Okay. mal bitte Wer den Modis. deutschen Nein, Medien nein. nicht traut, soll irgendwo soll sagen, so, nein, 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 nein. alles nein. Und hier Alles gibt es nein. keine, niemals, genau. Ich nicht, Dann macht euer niemals. Mund auf. Nein, Meine nein. ich ernst. So, Ihr habt was ich Social mich Media. wundere, ist, Was ist eure Waffe? was ich nicht begreifen kann, ist, wenn ihr den deutschen Medien nicht glaubt, warum glauben die Leute den deutschen Medien, wenn es um einen deutschen Muslim geht, der die Leute zum Islam aufruft und bei dem, was weiß ich, wie viele den Islam angenommen haben und angefangen haben zu beten und angefangen haben, den Hijab zu tragen und der mitten steht hier, den Koran rezitiert, ja, und sagt, der Islam ist die einzig wahre Religion. Kann Alhamdulillah. mir das einer erklären, warum man, wenn es um mich geht, den Medien glaubt? Guckt mal, Allah sagt im Koran, ja, ayyuhal ladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu. O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Sünder zu euch kommt, ein Übeltäter zu euch kommt, mit einer Kunde, so vergewissert euch, damit ihr nicht aus Unwissenheit danach Leute Unrecht tut. Subhanallah. Allah. Keiner. Alhamdulillah. Keiner, Bruder. Ganz ehrlich, wenn jemand was fertig machen kann, ein Bild, er kann es mir auf Instagram, Boykott Axel Springer, ich werde das posten und jeder soll das posten. Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Aber wir machen unser Mund bei jedem nicht zu und nicht bei gewissen Und Leuten. deswegen, liebe Geschwister, guck mal, deswegen, liebe Geschwister, was ganz, ganz wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist. Ich mache andauernd Live-Auftritte, was ganz, ganz, nur ihr kriegt die nicht mit. Guck mal, und das ist es, guck mal. Das sind jetzt die Social Media, die wir benutzen können, um Fakten zu verbreiten, die wir auch eben verbreitet haben. Wenn er gesagt wird, wenn gesagt wird, Arafat ist den Holocaust, hat Holocaust gesagt. Er ist den Holocaust, also den Begriff Holocaust am Benutzen und der verharmlost den Holocaust. Was ist dann mit Netanyahu? Was ist dann mit diesem, mit dem UN-Botschafter, der mit einem Judenstern in diese Versammlung reingeht? Was ist damit? Was ist mit dem ehemaligen, die ich alle eben zitiert habe? Das sind Oder Sachen, die wichtig sind. Und deswegen, wir haben hier die Medien, nur ihr müsst das fördern, ihr müsst das verbreiten. Das ist wichtig. ich sage es noch mal, was ist der Unterschied? Bitte erkläre mir, was ist der Unterschied zwischen den Gräueltaten der Nazis gegenüber den Juden, ja, und den Völkermord gegenüber den Palästinensern? Was ist der Natürlich. Unterschied? Sind das Menschen, die anderen sind Tiere? Oder was ist der Unterschied? Ich meine, was Sie sagen werden, ist, Sie werden sagen, Adolf Hitler gezielt alle töten wollen, alle ausrotten wollen, aber das wollen wir nicht. Stopp mal bitte kurz. Ganz Ich kurz. sage. Netanyahu, sein Verteidigungsminister, hat gesagt, das sind Tiere. Und die sagen, die müssen die Araber umbringen und die Muslime. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was haben die Kinder damit zu tun? Was haben die Frauen damit zu tun? Na, wenn er so ein Mann ist, oder die Regierung so ein Mann, sollen sie doch Hamas irgendwo einladen, irgendwo auf dem Feld, sollen sie kämpfen? Sollen sie kämpfen? Ganz einfach. Niemals. Diese Kinder, die da sterben, stellt euch vor, das sind eure Kinder. Stellt euch vor, eure Mutter, eure Schwestern, eure Väter. Okay? Guckt euch an. Guckt, nur stellt euch vor, wer Kinder hat, wer ein Herz hat, ein Staubkorn, nicht Iman, ein Staubkorn Herz. Mehr sage ich dazu nicht. Guck mal, und jetzt eine Sache, die ich auch noch erwähnen wollte, was natürlich dann gesagt wird. Ja, die sind ja praktisch schon ein Kind, was in Scherben liegt und am Verbluten ist, am Fragen, ja, was sagst du zu dem, was Hamas gemacht hat? Erstmal, es beantwortet sich folgendermaßen. Es beantwortet sich für mich folgendermaßen. Erstmal, wir haben eben schon gehört, ich habe das eben schon gesagt, ja.
In Jericho versicum bin er beendet der Begegnung. Wenn ein Frevler zu dir kommt mit einer Kunde, vergewissere dich. Und man darf es mir nicht übel nehmen, wenn ich nicht alles glaube, was über diese Leute geschrieben wird. Ich kenne Hamas nicht, ich kenne keinen einzigen von ihnen, ich habe mit keinem einzigen geredet. Du kannst nicht von mir erwarten, sauer auf mich sein. Vielleicht hast du Sachen gesehen, wo sie selber was gemacht haben. Ich habe vieles nicht gesehen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich solche Morde, wie zum Beispiel, was angeblich passiert ist, vielleicht kommt die ja doch irgendwann, taucht die wieder auf, falls die wirklich von Hamas getötet wurde, wie zum Beispiel diese Deutsche, die 22 Jahre alt ist, die da am Tanzen war, ja, so. Kam jetzt raus, die ist gestorben, diese Luke, oder wie die heißt, Shani Luke, dass sowas für mich verboten ist. 100%. Warum? Deswegen. Weil der Prophet es verboten hat. Er redet nicht von seinen Einlüsten und Gelüsten, aber was er sagt, seine inspirierte Offenbarung. Wenn dort Kinder getötet worden sind, kam auch schon wieder raus, alles Fake News. So. Was sagen wir dazu? Dann ist es verboten. Wir unterstützen so etwas nicht. Wir sind dagegen. Ganz klar und deutlich. Und da schämen wir uns nicht für. Aber guck mal, habt ihr gehört, worüber wir alles gesprochen haben? Wir haben gesagt, keine Synagoge anfassen, keinem Juden ein Haar krümmen, friedlich benehmen. Wenn ihr zu einer Demo geht, das wurde auch vorgestern gesagt, friedlich benehmen, Leute aufklären. Guck mal, morgen, es wird wieder nur irgendwas rausgezogen. Das müsst ihr euch merken. Bruder, ich habe ein reines Gewissen. Ich habe gegen niemand was. Ich habe auch Kinder. Ich will auch für meine Kinder ein friedliches Leben in dieser Erde haben. Ich weiß, aber weißt du, warum ich das erwähne? Weil hier sind viele im Livestream, denen dadurch die Augen aufgemacht werden. Das ist das. Wie gesagt, viele, denen dadurch die Augen aufgemacht werden. 100%. Das ist das, was wir haben ja schon fast 1 Million gemacht. Geht denn hier ab? Bruder, verzeih mir, ich würde mich gerne verabschieden, aber bleib du ruhig drin. Kein Problem, Bruder. Ja. Dann mache ich den Aufschluss. Wir wiederholen das öfter, inshallah, ist sehr interessant. Wir gehen mal auch einzelne Themen. Bleib hier so drin. Wallahi, sehr unterhaltsam, sehr interessant. Die Leute lieben dich auch. Jeder, nicht ein schlechtes Wort. Inshallah, Bruder. Ich mache noch 5 Minuten hier weiter, inshallah. Ich mache noch 5 Minuten weiter. Bruder, schöne Grüße an deine Familie alle, ne? Inshallah. Und ich denke mal, nächsten Monat komme ich nach Berlin, inshallah. Da komme ich bei dir lecker Fleisch essen. Bruder. Boah, sag mal. Das ist, wo ich letztes mit meiner Familie da gewesen bin, nochmal, das war der Hammer. Da ist die Diät direkt zerstört, aber ist die Diät direkt zerstört. Du kannst auch gerne ein Datum ankündigen, da kann die Bildzeitung auch zum Essen kommen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich so Bock auf die habe, auf die Leute. Ja, Bruder. Wie gesagt, tut mir bitte einen Gefallen, boykottiert die. Weil die leiden auch an Mythomanie, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, Mythomanie heißt, der lügt und glaubt, der sagt die Wahrheit. Ich glaube, viele von ihnen leiden unter dieser psychischen Krankheit. Oder ich habe zum Beispiel mal vor Jahren einen, ich habe vor Jahren mal einen fertig gemacht, so einen RTL-Reporter. Da habe ich gesagt, was fällt Ihnen ein, hier zu sein, dass in dieser Islamschule Kinder zu Terroristen ausgebildet werden? Da sagt der Original, ja, das, was Sie sagen, ist einfach falsch. Guck mal auf YouTube. Pierre Vogel macht ihr RTL-Reporter fertig. Wir werden es sehen. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis dann. Assalamu alaikum.
So leicht geht das mit der Sperrung nicht. Ja, ist doch alles nur der Account. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt bleibt. So. So. Wer wurde gepackt? Wo ist denn Barlow? Ich sehe Barlow gar nicht. Ist Barlow live?